wird immer suggeriert, dass man, wenn man sich anpasst, dann wird man auch was. Also wenn du Geld hast, dann bist du wer. Und ich erlebe ganz viele Leute bei mir im Umfeld, oder die einfach noch nicht wissen, was sie machen wollen und die seit Jahren studieren oder ein Studium abgebrochen haben und dann wieder, weil sie genau vor dem Angst haben, dass sie etwas machen, was sie oder ihr Leben lang machen müssen, worauf sie keinen Bock haben. Pass me the wine, I wanna philosophize about us and zeitgeist and the things that could make this moment sublime, this moment, moment worth passing time. Ich habe keinen Bock darauf. Also ich habe keinen Bock, das Leben zu führen, was viele der Leute führen, die ich kenne. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich glaube, nur einfach meine Berufung zum Beruf zu machen, es ist ein unglaubliches Privileg, zu wissen, was man für ein Talent hat. Ich habe vor 2 Jahren das erste Mal Straßenmusik gemacht, weil ich meine Miete bezahlen musste. Und es hat auch geklappt. Ich konnte meine Miete noch bezahlen, weil ich am letzten Tag über 100 Euro gemacht habe. Das geht sogar selbst im Wuppertal, dass man da viel Geld machen kann. Und mittlerweile mache ich Straßenmusik eigentlich nur noch als Hobby. I'm all very in the airways, drunk, broken incarnation. For the restless, post that lesson here. Skinny bird sings rose buds for free. Sad by my death, a dream and reality. Ich habe über ein Vierteljahrhundert gebraucht. Ich bin jetzt 27 und ich habe 27 Jahre gebraucht, um zu wissen, wer ich bin. Und ich bin Jan Röttger, Musiker. Und das ist gut so. Und auch wenn ich vielleicht nicht gerade viel Geld habe und froh bin, jeden Monat meine Miete zu bezahlen, aber es ist okay. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Town cries storm, long since town crier, what a talkative tongue, few, the poet is dead. Long rise poet in my head about a girl like he. Ich glaube, die Entscheidung wird einem einfach gemacht, wenn man oft von der Bühne kommt und merkt, wie viele Leute dann nachher zu einem kommen und sagen, das war toll und wann kann ich dich das nächste Mal hören? Und oder man bekommt bei Facebook irgendwelche Anfragen oder nette Post. Allein dieses Gefühl, von der Bühne zu gehen und zu merken, da sind Leute, die sich wirklich mit einem befassen. Das ist dann fast wie eine Droge. Das ist, keine Ahnung. Das ist in dem Moment das Schönste auf der Welt. Und das hat mir die Entscheidung eigentlich ziemlich einfach gemacht. Ich glaube, es geht sehr, sehr viel immer um Anerkennung. Und jeder will für seine Arbeit irgendwie Anerkennung. Und ich glaube, dass wenn man viel Anerkennung bekommt für seine Arbeit, dann macht es in gewisser Hinsicht auch ein bisschen süchtig. I still look for the last petal on the brown of the bowl. In the muddy water coming the heart of the pavement. Clean up.